Godfight. Wir leben Wrestling. Ticketverkäufe für Extreme Rules Pay-Per-View erneut schwach. Wie auch beim letzten WWE-Großevent Stomping Grounds hatte der Marktführer Schwierigkeiten, Tickets für die Veranstaltung an den Mann zu bringen. Derzeit bietet das Wells Fargo Center in Philadelphia, in dem Extreme Rules stattfinden soll, Aktionsangebote an, um den Ticketverkauf in die Höhe zu treiben. Aktuell bekommt man erneut 2 Tickets zum Preis von einem, selbst Plätze auf den unteren Rängen seien noch nicht vergriffen. Entgegen der im Internet kursierenden Gerüchte wurde der Verletzungsangle zwischen Bobby Lashley und Braun Strowman nicht in die Show gebracht, um einen der beiden Superstars aus der Show zu schreiben. Keiner der beiden Akteure müsse derzeit eine reale Verletzung auskurieren. Wie bereits von Spotfight berichtet, versucht WWE stattdessen, mehr Jugendliche an die TV-Geräte zu locken. Mit einem solchen Segment sollte dies erreicht werden. Oberste Priorität sei laut Dave Meltzer aktuell die junge Zielgruppe zurückzugewinnen. Roman Reigns WWE-Abgang in 2 Jahren? In einem Interview mit Sportstar sagte Reigns, dass sein Körper sehr angeschlagen von den letzten Jahren bei WWE sei. Ausgerichtet nach dem, wie er sich mental und körperlich fühlt, wolle er die nächsten Jahre fokussieren und Talente overbringen. Sein Vertrag läuft Anfang 2021 aus. Ob er diesen verlängert, bleibt abzuwarten. Reigns hatte bereits in der Vergangenheit gesagt, dass er sich zukünftig wie The Rock, John Cena und Batista vermehrt auf seine Schauspielkarriere konzentrieren will.